Hier im Uldental am See gibt es sogar anscheinend hier ein Elektrizitätswerk. Aber im Moment wird da kein Strom produziert. Aber was viel spannender ist, hier gibt es tatsächlich eine Ladestation. Das ist ja unfassbar. Hätte ich natürlich jetzt auch laden können. Und das ist ja natürlich klasse. Ein Typ 2. Ja, wunderbar. Die ist auch aktiviert. Mit meiner Maingau-Karte würde das wahrscheinlich gehen. Aber brauchen wir nicht. Wir sind mit 31% hier oben angekommen. Und wenn wir unten wieder in Meran sind, im Ort, haben wir statt 31% 38%. Das heißt, ich fahre 30 Kilometer den Berg runter oder 35 und habe dann wieder mehr drin als mit der Energie, die ich hier angekommen bin. Das ist unglaublich. Nennen wir mal einen Verbrenner, wo Benzin wieder reingeschüttet wird beim beim Zurückfahren. Auch wenn es den Berg runter geht. So, hier nochmal der Generator von der Rückseite. Geh mal trinken. Geh mal trinken. Geh mal trinken. Oh, oi, oi. Das schmeckt. Also hier gibt es noch Wasser. Ab ins Uldental. Eine Reise wert. Eisekalt, das werde ich jetzt mal testen. Nein. Ich sehe mich schon hier im... Oh, das ist eisekalt. Oi. Aber angenehm. Oh. Das ist bestimmt ein ganz seltenes Vögelchen. Vielleicht kennt ihn jemand von euch. Sehr zutraulich anscheinend. Wie hoch wir hier sind, das schauen wir jetzt gleich mal. Da sieht man auch, ich weiß gar nicht, ob man das im Hintergrund sehen kann, da sieht man die Leitung, die hier, da, die fällt hier runter und dann hier ins Elektrizitätswerk rein. Da gibt es eine schöne Sitzgelegenheit, da werden wir uns jetzt mal draufsetzen. Die Bank ist belegt. Die Bank ist belegt? Da ist die Bank. Ja, die ist belegt, das stimmt. Ja. Die aber nicht. Aber das Wasser geht noch vom Füllstand, finde ich. Ich möchte nicht wissen, wie schnell das Wasser da in diesem Fallrohr hier den Berg runtergeschossen kommt. Und dann da klatsch in die Turbine rein. Wow. Hier sind wir in der Weißbrunnenalm. Und dann wird der See wohl auch wahrscheinlich Weißbrunnensee heißen. Und wenn man möchte, kann man hier noch auf die Fichtneralm oder Firchteralm hochgehen. Auf 2034, falls jemand Interesse daran hat. Das ist mir heute too much. Gibt es mal eine Übersicht. Und zwar ist das hier unten das Uldental, da oben Uldental. Das heißt, hier sind wir schon dran vorbeigefahren. Sind noch weitergefahren bis hierhin, Susanne Gertraud. Und dann da auch noch weiter bis oben hierhin zum Weißbrunnensee, und da sind wir jetzt. Also da haben wir gerade gesessen. Das ist auf 1890 Meter. Der Weißbrunnensee, wirklich zu empfehlen, sehr schön. Und hier gibt es, wie gesagt, auch nochmal die Möglichkeit, weiter hochzugehen zu dieser Fürcheralm. Aber die sehe ich jetzt gerade nicht. Wo könnte die hier sein? Na, die sehe ich jetzt hier drauf zumindest mal nicht. Oder? Nein. Okay. Aber hier lohnt es sich. Ich drehe mich mal ganz kurz um. Unten ist, wie gesagt, nochmal dieses Kraftwerk, schöner See, kann man sich schön dran setzen. Und jetzt essen wir wahrscheinlich auch was hier in der Weißbrunnenberg-Restaurantstation. Kurz die Speisekarte mal, falls wirklich jemand Interesse hat. Preise, denke ich, sind in Ordnung für die Höhe. So, innerhalb kann man nicht so schön rausschauen zumindest. Also die Aussicht ist nicht so schön. Und es ist besser, wenn man sich jetzt hier nach draußen setzt, wenn hier frei ist. Und hier ist heute alles frei. Dann hat man eine schöne Aussicht. Da drin würde ich nicht so empfehlen. Das ist der hausgemachte Sirup. Wie Salbei-Spritz? Nee, wie heißt das? Salbei-Minze. Salbei-Minze. Okay, dann Prost. Auf die Gesundheit. Auf jeden Fall. Auf den Verhalten. Naja, mehr wird nicht verraten. Die Wolke macht den Anschein, als wenn sie auf uns zukommt. Das ist echt gigantisch. Wow. Hier sieht man es nochmal schön. Hier kommen wir jetzt mit mehr an, als wir abgefahren sind.
Und das Ganze auf über 40 Kilometer, unglaublich. Wir haben jetzt hier eine rote Ampel. Und bei roter Ampel Linienbus auf der Strecke, Wartezeit ca. 12 Minuten. Bei freier Fahrt des Busses, ausgenommen bei Verkehrsbehinderungen. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir müssen jetzt hier warten, weil die Strecke sonst zu schmal ist für Bus und Auto oder Pkw. In Lana angekommen, aber ich mache gleich noch ein Fazit. Hier in Lana gibt es heute einen Markt und der Markt ist sehr, sehr schön. Problem ist nur, man findet keine Parkplätze. Dadurch, dass wir aber jetzt hier ein Elektroauto haben, parken wir wieder in vorderster Reihe und hier in Italien ist es mit den Elektroautos noch nicht so weit fortgeschritten. Dahingehend habe ich jetzt hier wirklich einen super Platz direkt am Markt und kann hier eine Stunde stehen. Und das ist auch ein Hypercharger hier im Hintergrund. Ich zeige es euch mal. Der Anbieter Alperia. So, hier steht unser Auto. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne. Hier gibt es zwei Plätze. Ich muss mich eigentlich ein bisschen gerade hinstellen. Einer hier und hier rechts gibt es noch einen. Also, und du bist halt direkt hier jetzt im Zentrum. Und da vorne rechts, da werde ich gleich reingehen, weil da beginnt dann der Markt. Jetzt drehe ich mich noch einmal ganz kurz um. So, und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz jetzt hier den Lader an. Und dieser Lader, der hat also keine Käbelchen, sondern das sind Kabel. Ne? Das sind echte Prügel. Ja? Das ist nicht wie beim Tesla, das sind echte Granaten hier. Ja? Jetzt öffnen wir mal hier den Chargeport mit einem kurzen Druck da drauf. Nehmen uns hier mal den Prügel. Das ist echt, also es ist hier nichts für schwache Gemüter, ne? Der wiegt also. Jetzt rein, den CCS-Anschluss. Hier unten liegt das Kabel jetzt auf dem Boden. Das ist ein bisschen Entlastung. Entlastung kommt dann da drauf. Und jetzt habe ich hier meine Maingau-Karte am Start. Und die halten wir jetzt mal, also es geht wohl mit PayPal. Es geht also mit verschiedenen Dingen geht es, PayPal und so weiter. Ich nehme aber jetzt auch nicht meine App, sondern meine Karte. Die halte ich jetzt einfach mal auf das Direct oder hier auf diesen... Ah, okay, da tut sich direkt auch was. Okay, sehr gut. Ich hoffe, das konnte man jetzt sehen. Jetzt suchen wir uns mal einen aus oder die Sprache vielleicht mal kurz, Deutsch. Okay, dann nehmen wir uns den, ich würde mal sagen, jetzt vielleicht den linken. Hoffentlich habe ich jetzt den richtigen ausgewählt. Der pumpt schon wie wahnsinnig. Ach du meine Güte, jetzt geht es hier schon richtig ab. Wir können ja mal gucken, was wir im Fahrzeug bekommen, wenn er auf grün geht. Wenn er auf grün springt, dann lädt er. Jetzt geht er auf grün, wow. Jetzt gehen wir mal schnell rein, gucken uns das an. Wie der hier abgeht. Und ich lade ja normal im Hotel jetzt zurzeit. Ich lade ja im Hotel und wie gesagt, deswegen habe ich auch nur auf 60% stehen. Und wohin geht er jetzt? Auf 100 kW. Ah, okay, gut, 100 kW, 30%, 96 kW, das ist schon in Ordnung. Okay. Also das ist natürlich klasse. Jetzt habe ich die Parkscheibe auf eine Stunde gestellt. Also ein bisschen länger, anderthalb Stunden. Ich denke, jetzt kommt auch keiner mehr. Und ich werde natürlich jetzt auch hier nicht voll machen, weil ich ja im Hotel über Nacht dann wieder lade. Und zwar kostenlos. Das heißt, ich werde jetzt hier vielleicht 10 Minütchen laden. Wobei, ich sehe gerade, der braucht nur 10 Minuten für 20%. Aber 20%, das wären 10 Kilowattstunden. Da muss ich bestimmt... Maximal hier bei, ich bin bei RNBW, ich habe einen besseren Tarif, 45 Cent müsste ich bezahlen, 50 Cent höchstens. Da wären vielleicht 5 Euro, ja gut, komm, die nehme ich jetzt mal mit. Sonst breche ich das gleich mit dem Handy bei 40% ab. Kann ich auch machen, aber nicht verraten. Psst. Und dann lade ich halt nicht mehr und habe aber den Parkplatz hier in vorderster Reihe. Ja, this is the way it goes, ne? Ein Schwein sein musst du auf dieser Welt. Ein Schwein sein. Macht's gut, der Jörg hier aus Lana. Macht's gut, ciao. Ja, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz am Ende hier jetzt dieses Videos ein kurzes technisches Resümee. Wir sind heute knapp 100 Kilometer gefahren. Die eine Hälfte ging den Berg nach oben und die andere Hälfte eben nach unten. Ja, dabei konnte man sehen, dass die eine Hälfte, wo wir den Berg nach oben gefahren sind, hat uns 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gekostet sozusagen oder haben wir gebraucht und beim Runterfahren waren es dann eben minus Kilowattstunden. Das heißt also, Energie ist zurück in den Akku gekommen und wir haben da schon deutlich rekuperiert. Interessant ist, dass der,
Also der Gesamtgebrauch war etwa 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und normalerweise liegen wir so bei vielleicht 14,8 Kilowattstunden im Schnitt. Und hier waren es tatsächlich 12 Kilowattstunden. Was auch mal wieder interessant ist, man fährt eben oben los und kommt mit unten mehr an. Also das ist schon immer wieder spannend zu sehen. Wenn man das jetzt mit einem Verbrenner vergleicht, wäre das ja rein theoretisch gar nicht möglich. Gut, wenn du mit einem Verbrenner eben runterfährst, so habe ich es früher gemacht, dann hast du die Motorbremse benutzt, hast den dritten Gang eingeschaltet zum Beispiel und hast den Wagen dann rollen lassen, runterrollen lassen. Wenn du Glück hattest, musstest du die Bremse nicht benutzen und konntest sie damit schonen, weil der Motor eben gebremst hat. Aber du hast eben natürlich schon Sprit gebraucht, das auf jeden Fall. Hast also nichts irgendwie zurückbekommen. Aber hier ist es tatsächlich beim Tesla ja so oder auch bei den anderen Elektrofahrzeugen, dass du Energie zurückbekommst. Das ist schon enorm und da reden wir schon von ein paar Kilowattstunden, die da zurückgeladen werden in den Akku. Das heißt, die Rückfahrt ist sozusagen kostenlos. Okay, bergauf fahren kostet dann vielleicht doppelt so viel, aber runter eben kostenlos. Lange Rede, kurzer Sinn. Was interessant war, fand ich jetzt, wenn ich mich an den Verbrenner erinnere, dann war manchmal die Motorbremse so stark, dass ich ab und zu mal ein bisschen Gas geben musste, weil der Berg nicht steil genug war. Ich hätte dann entweder wieder schalten müssen oder ich habe dann eben schon mal ein bisschen Gas gegeben, um dann wieder in ein steileres Stück zu kommen, wo dann die Motorbremse wieder dann, so eingestellt oder so gewirkt hat, dass es auch in Ordnung war, dass ich da einigermaßen ohne Bremsen runtergekommen bin. Das ist bei dem Elektrofahrzeug hier ähnlich. Das heißt, man muss im Prinzip auch, wenn man runterfährt, muss man Strom geben. Jetzt wird es eigentlich spannend an der Stelle. Das heißt, du fährst runter, gibst Strom, kriegst aber trotzdem was in den Akku zurück. Das heißt, wir haben ja hier im Tesla, da gibt es ja so Balken. Das heißt, wenn ich Gas Strom gebe, dann geht der eine Balken nach rechts, dann gebe ich Strom, dann ist er schwarz markiert. In der Mitte sieht man gar nichts. Und dann, wenn ich rekuperiere, also Strom zurückgewinne, nach links wird der Balken grün. Das heißt, wenn ich jetzt den Berg runterfahre, wie heute, dann muss ich auch Strom geben. Weil wenn ich jetzt das Fuß vom Strompedal nehmen würde, komplett, dann wäre die Bremswirkung, also die Rekuperationsbremse, also die, praktisch das Zurückgewinnen in den Akku, wäre so stark, das Rekuperieren, ich sage jetzt mal Motorbremse, wäre so stark, dass ich praktisch fast schon stehen bleiben würde, auch wenn es sehr steil wäre, weil die so stark ist. Das heißt, ich muss ein bisschen Strom geben. Man sieht aber dann, dass wenn man dann Strom gibt, dass man keinen Strom gebraucht. Und zwar deswegen nicht, weil wenn man komplett rekuperiert, hat man etwa so einen langen Balken. Und wenn man Strom gibt, ist der Balken so lang. Das heißt, ich bin aber immer noch im grünen Bereich. Und das ist das Interessante dabei. Das heißt, du gibst Strom, bist aber immer noch im grünen Bereich, also nicht im schwarzen Bereich. Das heißt, du nimmst dir von deiner Rekuperationsstärke, von deiner Wiedergewinnungsenergie, nimmst du dir etwas weg, indem du Strom gibst, nimmst dir aber nicht alles weg. Beziehungsweise gibst du sogar noch Strom, dass du in den schwarzen Bereich kommst. Und dadurch hast du eigentlich die gesamte Zeit, fährst du immer im grünen Bereich sozusagen, auf der linken Seite, fährst du immer im grünen Bereich. Ich kann das jetzt nicht, kann euch das jetzt nicht zeigen, weil ich ja jetzt hier wieder in der Hotelgarage bin. Aber es gibt ja etliche Videos, wo man das sehen kann. Wenn man beschleunigt, dass der Balken dann schwarz wird und beim Rekuperieren eben grün. Und du bist halt dann die ganze Zeit, wenn du bergunter fährst, immer im grünen Bereich. Und dadurch kriegst du Energie zurück. Ja, du kannst also sozusagen dann die Rekuperationsstärke einstellen, indem du eben Strom gibst oder nicht Strom gibst. Ja? Also wenn du nicht Strom gibst, bleibst du praktisch schon fast am Berg stehen. Also es ist einfach zu stark. Beim Tesla lässt sich die Rekuperationsstufen lassen sich hier nicht einstellen übrigens. Das gab es das mal? Nee, gab es noch nie. Doch, gab es mal. Doch, im allerersten, den ich hatte, gab es das. Da konnte man die Rekuperationsstufen einstellen in 3 Stufen. Das hat man abgeschafft. Aus welchen Gründen auch immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke jetzt keinen Unterschied. Ich finde es gut, wenn das jetzt vielleicht Tesla hier übernommen hat. Für mich automatisch alles gut. Also hat man auch immer überlegt, welche Rekuperationsstufe fahre ich jetzt. Nehme ich die. Es waren, glaube ich, 3 Stück. Und jetzt ist es halt ohne. Aber das ist okay. Ja, also nenn mir mal ein Fahrzeug, wo du beim Berg runterfahren Energie zurückbekommst. Ich kenne da keins. Ja, wir haben also jetzt heute bei 100 Kilometern haben wir, nicht ganz 100 Kilometer, haben wir vielleicht 10 Kilowattstunden gebraucht. Und wenn man das mal 30 Cent nimmt, waren das 3 Euro. Also der Ausflug hat jetzt heute 3 Euro gekostet. Ob ich das im Verbrenner gemacht hätte, da
Da werden dann wieder bei dem Berg rauf und runter, da werden ja riesig viele Liter, werden da durchgelaufen. Bestimmt 15 Liter, mal, da wären bestimmt 30 Euro weg gewesen oder so, keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. Also, kommt auf die andere Seite, Leute. Irgendwie macht's möglich. Auch wenn die Zinsen und die Preise steigen, kommt rüber auf die Elektromobilität. Und die Förderung soll ja auch im nächsten Jahr bleiben, habe ich gehört. Also dahingehend, kommt auf meine Seite. Kommt rüber, spring rüber. Macht's gut, der Jörg hier aus Südtirol, Meran. Ciao. Ja, für die Extended Version Schauer unter euch, wir waren jetzt noch zwischenzeitlich essen, sind hier noch ein bisschen rumgefahren. Und hier sieht man nochmal sehr schön so ein Verbrauchsdiagramm. Wenn es nach unten geht, dann rekuperiert er. Geht es nach oben, dann brauche ich wieder Strom. Also das, was nach unten geht, ist praktisch bergrunter und das ist berghoch. Bergrunter, berghoch und dann, wenn ich halt normal fahre. Man sieht hier schon, wir hatten wie gesagt eben Minuswerte hier. Jetzt sind wir wieder leicht hier im Plusbereich. 2,6 Kilowattstunden, das ist auf 100 Kilometer. Das ist schon, also hier zumindest war es jetzt der Schnitt auf aktuell die letzten 50 Kilometer. Wenn man jetzt die letzten 10 nimmt, weil wir sind ja jetzt hier beim Essen noch gewesen und den Berg eben nicht runter, also der war ja dann schon, der Berg war ja schon passé, dann kommen wir auf 16,6 wieder. Die letzten 25 geht dann nochmal auf die 10. Hier sieht man nochmal schön das Runterfahren vom Berg, dann waren wir irgendwie wieder zu Hause und dann sind wir hier wieder hochgefahren. Ja, so sieht's aus. Durchschnitt letzten 50 kann man auch mal zeigen. Ja, das soll es gewesen sein. Also hier, Tesla macht das schon ziemlich gut. Bis zur nächsten Fahrt. Ciao.